Jetzt sind wir wieder hier am Anfang und wir nehmen welchen Weg? Ich glaube den hier. Komm, der. Der ist näher. Der ist näher. Bei den anderen muss ich 2 Schritte gehen. Das sind 2 Schritte für mich. 2 Schritte zu viel für mich. Platsch. Hier lang. Ja, ich weiß. Ich bin ein schlauer Boy. Ich weiß, was du dran bist. Zack. Was ist hier gerade ins Wasser? Egal. Zack, zack, zack. Bumm. Ach ja, wenn ihr fragt, wie ich auf den Namen Enki gekommen bin. Enki, das wegen meinem Kanalnamen und so. Enki. Erstens, ich mag den Namen einfach. Ich finde, Enki klingt ziemlich cool. Es war ein sumerischer, böser Gott der Weisheit. Nicht Weisheit, des Wissens. Und noch irgendetwas. Ich glaube, er hat unter Wasser gelebt und weiß nicht, was alles. Aber weiß nicht, jetzt wo ich so darüber nachdenke, irgendwie. Das ist... wie kann ich das beschreiben? Ich finde es verdammt merkwürdig, wie Menschen früher... Also ich frage mich, wie Menschen früher auf die Vorgeschichten von Götter gekommen sind. Ich meine, sie hatten ja... jeder hatte ja so ziemlich ihren Gott, ihre Götter. Manche 2, manche 3, bei manchen war es ein Stier, bei manchen war es das. Immer überall anders, egal. Also kommt drauf an, wo man ist, ganz einfach. Die Location macht's aus. Und, böse. Zack, dich hole ich mir auch noch. Location macht's aus. Und, warte, ich unterbreche mich die ganze Zeit selbst. Warte. Zack. Bumm. Kaputtmachbare Mauer. Zack. Gold Bolt. Egal. Ich stelle mir einfach die Frage, wie sie auf diese Stories gekommen sind. Egal wo sie waren, sie hatten ja andere Götter, andere Kultur, andere alles. Einfach alles. Das ist überall anders. Nicht jeder Mensch ist gleich. Es kommt immer darauf an, auf Erziehung, wo man geboren ist, alles. Alles wirkt darauf ein, auf die ganze Welt. Auf die ganze Menschheit, zumindest. Weil Menschen sich halt anpassen. Aber Kultur und Religion sind eine Sache, die eigentlich ziemlich interessant sind, finde ich. Wie sind Leute auf die Vorgeschichten gekommen? Sie haben erst sich gedacht, ja, woher kommen wir? Was sind wir? Und... warum sind wir so viel besser als andere Tiere? Ich glaube, die Frage wurde sehr früh gestellt, gefühlt. Ich glaube, hier können wir auch gleich eine neue Waffe kaufen. Nee. Flammenwerfer kaufen wir jetzt mal nicht. Zack. Und die haben irgendwie... Wann hat man angefangen, dann Vorgeschichten auszudenken? Ich meine... Ach, keine Ahnung. Wir haben als Beispiel mal... Vorgeschichte vom... Namen Europa in der griechischen Mythologie. Nehmen wir das als Beispiel. Da war der gute alte Zeus, der Kerl, der keine 2 Sekunden es schafft, ohne seine Frau fremd zu gehen. Ich hab vergessen, wie sie hieß. Hera? Was Hera? Ach, keine Ahnung. Denkt so, yo, sup, my dude. Da unten ist eine ziemlich geile Braut. Lass mal fremd gehen. Diese Frau war logisch Europa. So die weltbekannte Europa. Weltbekannt schon mal, weil sie ein Kontinent geworden ist. Also seine Strategie. Der Mensch, der auf diese Story gekommen ist, muss high gewesen sein. Der muss an den falschen Pilzen geschnuppert haben, um auf sowas zu kommen. Also logisch, was macht denn dieser Gott Zeus? Ein Gott, also. Eine Frau würde nach. Zumindest die Stories, wie sie es immer erzählen. Oder wie ich immer in Lateinunterricht übersetzen muss, würde niemals eine Frau etwas gegen einen Gott sagen. Also etwas dagegen haben, von dem halt irgendwie geliebt habt zu werden. Nennen wir es mal so. Zack. Und. Na! Zack. Zack. Und dann muss er aus irgendeinem Grund trotzdem noch irgendwie Vorspiel machen. Und unter Vorspiel versteht logisch er. Er verwandelt sich in ein Stier und entführt sie und dann sagt er, yo,
just a prank, bruh. Social Experiment und so. Und so, ja, ich bin ein Gott und sie... Ah ja, dann passt ja alles. Wenn er ein Gott ist und sie so denkt, hätte er es doch von Anfang an so machen können, statt sie als Stier zu entführen über... schwimmen übers Meer. Ach, keine Ahnung. Ich verstehe das nicht. Warum macht man die Sachen so kompliziert? Und warum muss in der griechischen Mythologie jeder zweite Kerl fremd gehen? Und ich glaube, es ist noch nie passiert, dass eine Frau fremdgegangen ist. Kann es sein? Oder... Ich kann mich irren. Mir fällt nur gerade keine Story ein in der griechischen Mythologie, wo eine Frau fremd geht. Warte, ich stelle mich noch ein wenig leiser. Das fällt mir fällt keine Story ein. Das finde ich interessant. Also wenn es wirklich so ist, ist es interessant. Ich meine, früher war die Frau, bei den Griechen noch, war die Frau ja nicht so unbedingt das höchste Glied in der Familie, nennen wir es mal so. Das kam dann erst später mit den Römern. Augustus Caesar zum Beispiel, seine Frau, die hatte schon sehr viel Einfluss in der Politik. Und willkommen in meinem Geschichtsunterricht. Was macht man denn sonst bei einem Sci-Fi-Game? Was macht man denn sonst bitte, außer über Geschichte zu reden? Egal. Zack. Ich liebe Geschichte. Ist glaube ich, immer schon mein Lieblingsfach gewesen. Hopp, da. Mein Gegner ist toten. Boah, mein Hals stirbt gerade. Schon mal wegen der Aufnahme davor. Ich bin noch minimal heiser. Ich habe irgendwie das aufgenommen und habe gedacht, Scheiße. Oh, okay, warte, ich bin mal ruhig. Don't hurt me. Don't hurt me. What are you? Mercenaries? Torturers? Assassins? I'll tell you anything. Here, take my infobot. It's all I've got left. Sir, we're not assassins. Hold on. Let's see what he's got. Has this ever happened to you? Hi, I'm Captain Quark, and believe me, there's nothing worse than staring down a Blargian snaggle beast from the inside and knowing your equipment isn't functioning properly. That's why I come to Al's Robo Shack for all my electronic needs. Al has been the exclusive repair shop for my super electro gadgets since I was knee-high to a sand mouse. If Al can't fix it, it's not broke. Right, Al? You said it, pal. So if you're fighting crime, or just fighting grime, come to Al's Robo Shack in Metropolis for all your robotic repairs. Al's Robo Shack, it's quarktastic! Do you know what this means? Yeah. Captain Quark is really sold out. No, it means Captain Quark is on Metropolis. We could tell him about this invasion. If we had a ship. What? A ship? What? You're not going to torture me? Well, as planetary chairman, I could arrange for you to borrow our courier ship. Cool. You can count on us, sir. Right. Thank you, your chairman shipliness. Erstens, badumts. Zweitens. Na, egal. Zack. Und ich habe wieder vergessen, was ich sagen wollte. Das ist bei jeder Cutscene so. Ist doch nicht unbedingt schlimm. So. Brups. Die Folgen werde ich circa 20 Minuten lang machen. Ich will jetzt nicht lange um den Brei rumreden, um das Spiel herum. Was ich zwar schon die ganze Zeit mache, aber ich meine, ich will jetzt nicht viel über Videos selbst reden. Ich will eher Videos machen und dann, ich glaube, ihr seid schlau genug, um Sachen zu checken. Aber halt so Basics kann ich ja schon mal erzählen. Ich werde circa 20 Minuten lang Videos, also 20 Minuten Videos machen. Ich schaue einfach, was draus wird. Ich mache das ja auch nur aus Spaß. Zack, nein. Wir gehen erst zu Metropolis. Das weiß ich, weil ich schlau bin. Wir gehen zu Al's Robo Shack. Was Al nicht reparieren kann, ist nicht kaputt. Das ist auch der beste Slogan überhaupt. Das ist cool. Ich mag's. So, Planet Kervan oder Metropolis. Hier wird langsam kalt vom Ventilator da unten. Warte mal. Ah, Kopfhörer zerlegt. So. Ja, so.
So, wieder da. Wieder back at it again. Ich habe zurzeit das Problem. Also, ja, das war's. Ich wollte nur sagen, das sind 20 Minuten Videos und so. Das werdet ihr aber schon sehen, weil ihr schon in der zweiten Folge seid. So halb drin. Falls ihr es nicht wusstet, ihr seid gerade in der zweiten Folge. Wohin gehe ich? Ich kann links oder rechts entscheiden. Ich wähle hinter mir. Weil das ist Geld. Zack. Aber meine Kopfhörer. Das ist auch eine Story für sich. Meine Kopfhörer sind irgendwie schrecklich kaputt. Aber nicht so kaputt, dass ich sie nicht benutzen kann. Die sind wirklich einfach nur... Ach, keine Ahnung. Die sind... Alt, es ist... Warte, ich kaufe mir ganz kurz mal hier den Blaster. Hi der Fassball. Okay. Das ist halt nur so kaputt. Also Plastik oben rum, rundherum. Ich habe so ein... Ich will sie nicht eingeben. Ich habe so ein Razer. Ich habe Razer-Kopfhörer. Ja, keine Ahnung. Die wurden... Ich habe die schon 4 Jahre lang, also sind schon... Halbe Veteranen. Und so. Wenn ihr mich so springen seht, statt normal, dann liegt es daran, dass ich versuche, einen Weitsprung zu machen, den ich noch nicht machen kann. Zack. Hier. Bumm. Und das ist der Lag, von dem ich davor geredet habe. Wow. Und jetzt kurz auf Start drücken und dann müsste es gleich wieder gehen. Warte. So. Nein, zu weit weg. Okay. Puff, puff, Geld, Geld, Geld. Ja, der Weitsprung, den brauche ich dringend. Den kriegen wir, glaube ich, eh bald. So. Erst müssen wir ja zu L. Der ist da hinten. Wupp. Zack. Wir benutzen Escalator. Es eskaliert gleich. Wah! Badumts, by the way. Da müssen noch Gegner kommen. Ich habe 9 Schuss. 8. LOL! Pff, genau ausgegangen. Und hier ist L. Ratchet, that's the man we saw on the Infobot. Remember? He knows Captain Quark. Hey, you're that robot guy, right? No, actually, I build robots. I myself am not a robot guy, per se. Nerd. I like him. So, now that we've cleared that up, what can I do for you? Well, we saw your Infobot announcement. You were with Captain Quark. We're trying to find Captain Quark. We thought you could help us. Your logic is commendable. However, I haven't seen Captain Quark since we shot that commercial. Say, do you run on standard XP-18 sister boards? Version 7.66. Back at ya. I may be able to help you out after all. How does a helipack upgrade sound? Upgrade? Natch. Since he's a 7.66, I could have the little guy up and flying in no time. Of course, I'll just need my fee for service. Alter, schau mal an. Was mir aufgefallen ist gerade, ich habe kaum auf die Story gerade geachtet. Ich habe die ganze Zeit nur irgendwie geguckt, ob er blinzelt. Das ist schrecklich. Der Kerl, der blinzelt echt null. Das ist... Alter, wahrscheinlich, wenn man dieses Ding da vorne hat, braucht man nicht mehr zu blinzeln. Wieso das überhaupt an, wenn er da vorne nichts zu tun hat, außer halt Ding sehr suspiciously hier die Fingerspitzen aneinander reiben. Hey, this won't hurt a bit. Hey, Ratchet, am I cool now? Yeah, you the man, Clank. You're welcome. Der sieht so bösartig aus. Hör auf, so zu tun. Okay, egal. Wir haben jetzt das hier. Einen Weitsprung. Ja. Den habe ich dringend gebraucht. Oh, gib's mir Munition. Oh ja. Yeah. Das war viel Muni. Zack. Brups, hier rauf. Mal schauen, wie viele Folgen ich brauche, um das Spiel auszuspielen. Ausspielen werde ich sicher. Es ist dann nur noch die Frage, was ihr wollt.
Denn ihr seid dann gefragt. Wo? Ja. Ja. Zack. Ob ich das Spiel zu. Au. Zu 100% ausspiele. Das heißt, alle Gold Bowls, alle Stilpunkte und alles einfach. Oder ob ich es einfach nur einmal durchspiele und vielleicht euch die Waffen zeige von danach. Wenn man es einmal durchgespielt hat, dann. Da hat man ja danach die Golden Weapons. Das habt ihr dann gefragt. Das lasse ich mir dann von euch sagen. Oh ja, zack. Hier rüber. Ich sag gleich, ich werde keine Versprechen machen. Ich werde keine Versprechen machen, wie oft ich Videos hochlade, weil ich weiß, dass egal wer, das fällt, glaube ich, auf. Egal wer, wenn jemand sagt, ich mache alle Tage Video, dann wird es immer Ausnahmen geben und diese Ausnahmen werden gehasst werden. Deshalb sage ich einfach ganz locker, ich lade immer Videos hoch, wenn ich Zeit dafür habe. Wenn ich Zeit und Lust dafür habe, lade ich was hoch. Das ist ein Versprechen, das ich geben kann, glaube ich, ohne gehasst zu werden. Whoops, hier ist der nächste Gold Bolt. Ja. Hier hoch, wir wollen die Hunde noch nicht angreifen. Ich hasse schmale Flächen. Gold Bolt, yes. Ich könnte theoretisch jetzt die Pussy-Methode machen. Und es wäre jeden einzelnen so absnipen. Aber weißt du was? YOLO, kommt her! Wenn ihr euch getraut. Egal, sie getraut sich! Schlechte Idee. Easy. Viel zu leicht für mich. Kommt alle gleichzeitig auf mich. Das ist keine Challenge für den Demster. Für Enki, den Meister. Zack. Ich mag den Namen Enki. Und mir gefällt die Channel Art, die ich gemacht habe. Ich habe da, glaube ich, 2 Stunden dran gearbeitet. Ich weiß, sie sieht immer noch nicht professionell oder sowas aus, aber sie kommt von Herzen. Und was will man denn mehr? Ich meine, man kauft sich doch auch Spiele, wenn sie von Herzen kommen. Und nicht, weil sie gut aussehen oder sowas. Pff, nein, in der heutigen Zeit doch nicht. Wer denn so behindert? So, nicht behindert, sorry. So dumm. Und würde ein Spiel kaufen, ohne dass es mit Herz gemacht wurde. Schwachsinnig. Kann ich nicht mal dran denken. Ups. Ich nehme keine Beispiele.